Hallo zusammen, hier sind die Tipps für das letzte Übungsblatt. Die Aufgabe 1, 2 und 3, also die Aufgaben sind machbar, die zweite ist ja nicht so schwer. Die letzte, also die Aufgabe 4, ein bisschen muss man überlegen, ja, aber ich habe für euch eine sehr, sehr gute Tipps vorbereitet. Wir fangen mit der Aufgabe 1 an. Meine Idee, ich will jetzt, also wir müssen eigentlich zeigen, dass da hier mit eigentlich, also wir wollen, ich schreibe mal, was wir zeigen sollen. Wir müssen zeigen, dass diagonale Komplemente von Image A transponiert, das ist genau der Kern von A, oder? Also wenn man dieses hier im Skript. Hier, orthogonale Komplemente oder Komplement von A und deswegen, ja, also deswegen, ich will zeigen, dass sie ja eine Teilmenge von dem und das eine Teilmenge von dem, deswegen, die sind ja gleich, aber deswegen habe ich das bewiesen zuerst, dass es hier eine Teilmenge von Kern, also von orthogonale Komplement, warum? Weil da kann ich ja auch zeigen, dass es hier auch eine Teilmenge hier und das ist ja Image von A transponiert, weil Komplement ist wieder die Menge. Und dann habe ich hier bewiesen, das ist Teilmenge von dem, das ist ja deswegen, die sind ja gleich. Für den ersten Teil könnt ihr mal ein Element von hier nehmen. Was bedeutet ein Element von Image von A transponiert? Das bedeutet, also wir wissen, das ist, also ich nehme, das ist ja die Funktion, die lineare Abbildung Phi von U ist das A transponiert mal U. Ja, also weil wir sind jetzt in Image, also Image, das bedeutet hier die Ergebnisse, die hier, und ich dachte, das ist Y hier ein Element da, deswegen sieht es so aus. Okay. Und x-Element Kern von A, was bedeutet, wie kann man ja x so umschreiben? Was passiert? Dann könnt ihr jetzt in dem Fall zeigen, dass dieses Element liegt hier. Das bedeutet, Skalarprodukt von x, also von einem Element von hier transponiert, also von dem mal y ist 0. Warum ist das 0? Könnt ihr für y das einsetzen? Und dann, warum ist das 0? Nicht vergessen, das x liegt in der Kern von A. So, für die zweite Beweis hier, also dann nehme ich ein Element von hier und dann zeige ich, dass es wieder in Kern von A. Ja, also ihr nehmt ein Element, also was bedeutet ein Element zum Beispiel, sage ich mal, x liegt hier. Ja, was bedeutet x liegt da? Ein Element von hier, das bedeutet, x sieht so aus, das bedeutet a mal x transponiert, das mal u ist 0, ja, das Skalarprodukt ist 0. Und was passiert denn? Warum das da liegt dann im Kern von a? Warum x liegt hier? Das ist eure Aufgabe. Warum will ich das zeigen? Weil wenn das gilt ist, dann, wenn das stimmt, dann gilt, dann kann ich die beiden Seiten orthogonal Komplement nehmen. Und wegen der orthogonalen Komplement, dann dreht sich das einfach um. Und deswegen habe ich das, ist Teil von dem und das ist ja hier. Deswegen oben ist er richtig. Also eigentlich, ich habe fast die Lösung schon geschrieben. Muss ihr nur begründen, warum ist das 0 und was bedeutet das und warum das liegt hier, wenn so ist. Eigentlich nur drei Sachen müsst ihr begründen. Die Aufgabe 2, also man braucht eine Basis, also Orthonormalbasis. Basis können wir ja, das haben wir schon öfter gemacht. Man findet der Rang von A und Rang von A, damit wir die Dimension finden, wenn der Rang von A 2 ist, dann nehmen wir zwei Spalten von hier, die linear unabhängig sind. Wenn dann 3 ist, dann kann ich die alle nehmen und dann bilden die eine Basis zum Beispiel, ja. Und ja, oder ich kann zum Beispiel nicht die nehmen, sondern die einfachste. Das will ich auf jeden Fall die hier mit Zeilenstufen machen. Und man nimmt eine einfache Basis mit, zum Beispiel, wenn der Rang 2 ist, dann nehmen wir 2. Wenn der Rang 3, und das glaube ich hier, der Rang ist 3, dann nehmt ihr die 3
Spalten am Ende, wo wir hier Spalten oder Zeilen, Stufen bearbeiten, dann ist das eine Basis. Hier bekommen wir eine Basis, aber wir brauchen Otto-Normal-Basis, ja, habe ich hier falsch geschrieben, mit Gram-Schmidt-Verfahren. Gram-Schmidt-Verfahren steht im Skript, dann könnt ihr nur einfach in der Formel einfach einsetzen. Ja? Steht auch ein Beispiel im Skript, können wir nur einfach sie ablesen und dann einsetzen. Das ist wirklich ganz einfach. So. Bei der Teil B, diese Form steht im Skript, Satz 21.8. Was ist B eigentlich? B ist die Ergebnisse hier aus. Die BE ist hier mit Gram-Schmidt-Verfahren, bekommen wir ja Otto-Normalbasis. Und dann nehmen wir die da, weil jede Orthonormalbasis ist Orthogonalbasis, aber andersrum nicht. Was ist der Unterschied zwischen Orthogonalbasis und Orthonormal? Orthogonalbasis, das bedeutet, die Vektoren nicht nur, also ja, linear unabhängig und so ist es, aber orthogonal, das bedeutet, die Vektoren zueinander orthogonal ist. Das bedeutet, der Skalarprodukt ist 0, ja, 0. Und Orthonormalbasis bedeutet, sie sind zueinander orthogonal und nicht nur so, sondern jeder Vektor hat die Länge 1. Deswegen, wenn wir hier unten einsetzen, oben haben wir Orthonormalbasis, deswegen unten bekommen wir, das ist ja, jeder Norm ist das 1, jede Länge ist das 1. Deswegen hier eigentlich, wenn ihr oben drei Vektoren bekommt, dann braucht man nur V und W1, W1 plus V, W2 oder B1 meinte ich. Ja, nehme ich ein. Hier gibt es W1, W2, W3. Dann hier W2 plus V, W3, W3. Und hier kommt ein Ergebnis. Wenn man sagt, was ist eigentlich V? V ist gegeben bei der Aufgabe 0003. Ja. So, das Ergebnis hier können wir hier verwenden. Warum? Also V ist gegeben und das Ergebnis von oben ist es hier. Warum? Weil steht bei diesem Satz, das Skalarprodukt von denen ist es 0. Und hier haben wir Image von A. Ja, also wenn ein Image von A, das bedeutet genau, was wir brauchen. Ja? Warum? Weil wenn das 0 ist, was passiert? Wenn das 0 ist, dann wo liegt das? Ja? Ja, kannst du in diesem Video Stopp machen und dann ein bisschen überlegen, also was passiert? Wo liegt es, wenn das 0 ist? Also wenn das 0 ist, dann liegt natürlich im, also dann in dem Fall, ja, dann V minus P Image von A, wenn das Skalarprodukt 0 ist, dann liegt in der Image von A und Orthogonalkomplement, oder? Das ist die Definition, genau, wenn dieser Satz. Und was ist das aus der Aufgabe 1? Ah, das ist ja der Kern von A transponiert, richtig? Der Kern von A transponiert, deswegen muss ihr eigentlich da gucken, was ist der Dimension vom Kern A transponiert, weil dann, wenn die Dimension ist 1 oder 2, dann braucht ihr zwei Vektoren für diese Basis. Wenn das 1 ist, und das ist der Fall, glaube ich, dann braucht ihr nur diese Vektor, das gilt als eine Basis. Aber ihr braucht eigentlich, wenn ihr die Aufgabe nochmal liest, orthonormale Basis. Also man braucht eine orthonormale, oder? Das kann man ja die Aufgabe, ja, bestimmen Sie eine orthonormale Basis. Deswegen, wenn hier ein Vektor, dann zum Beispiel, das ist ja x, dann ist das eine Basis, ist das in dem Fall x durch, dann muss ihr den Norm von x finden. Und den Linearkombinator, also Lin von dem da, als eine Basis. Genau, die Aufgabe 3. Das müsst ihr wissen, das ist der Norm von V. V, das sieht so aus oder sieht so aus, aber das ist ja gegeben, dass 1 ist. Das ist der wichtigste Teil, wichtigste Satz bei Eigenvektoren und Eigenwerte. Wenn Lambda Eigenwert von A und V Eigenvektor zu Lambda, denn A mal V ist Lambda mal V, dann könnt ihr jetzt hier einsetzen und das war's. Bei der B, der kleinste Lambda ist 1, deswegen das ist ja keine, der 0 ist. Ja, also das Bedingen, das ist ja, kann man A diagonalisieren. Das bedeutet, es gibt die diagonale Matrix. Ja, so das ist. So, aber dann könnt ihr jetzt definieren als x ist s mal w.
Das ist ein Vektor. Warum habe ich das gemacht? Damit ihr hier einsetzen könnt. Und warum ist das das da? Dann, wenn ihr hier einsetzt, also was ist da hier, wenn x hier einsetzen, ja, also was passiert, warum ist das da? Warum, wenn man sagt, ja, warum wählst du es mit d? Weil mit d ist viel einfacher zu bearbeiten, weil d ist eigentlich nur die diagonale Matrix, also weil d ist hier Lambda 1 und Lambda n, hier überall 0, deswegen ist es viel einfacher mit d zu bearbeiten als a. Und denn ist gegeben, dass die Norm von x ist 1, deswegen die Norm auch von v 1, ja, das ist nach diesem Satz. Also deswegen habe ich ja, kann ich jetzt, das ist ja hier einsetzen, ja, also das ist der w transponiert mal d mal w und ihr müsstet zeigen, das ist größer gleich 1. Also muss ihr hier zeigen, dass da ist der größer gleich der Norm von w. Was ist eigentlich hier, was ist W, also was ist, was liegt hier denn? Die sind die Lambdas, ja, und dann kann man Lambda ausklammern, ja, pass auf. Und die kleinste Lambda ist 1, das habe ich ja schon gelöst jetzt, wirklich. Aber ich habe gedacht, okay, das letzte Übungsblatt, deswegen helfe ich euch mehr, ja. So, die Aufgabe 4, warum ist A symmetrisch? Ich finde, also ich habe es schon vom ersten Blick gesehen, dass es A symmetrisch ist, aber warum? War, wenn man sagt, okay, das ist symmetrisch, weil bla 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 bla, okay, was hilft mir das? Also wenn das asymmetrisch ist, dann orthogonal diagonalisierbar. Was hat das mit innere Produkte zu tun? Wenn A orthogonal diagonalisierbar, dann existiert eine Basis von Eigenvektoren, oder? So, das ist so, das ist hier. Und das ist ja schon gegeben. Also was ist Q? Die sind die Spalten, also die Eigenvektoren, die bilden eine Basis. Und das ist eigentlich die Eigenwerte. Wie kann man jetzt die Eigenwerte hier von Produkt von dem einfach, wenn wir das ausmultiplizieren, was ist Lambda 1, was ist Lambda 2, was ist Lambda, Produkt von das mal dem von den inneren, ja? Genau, also dann nehmt ihr das Ergebnis hier und zeigt mal, warum positiv ist. Dann haben wir schon fertig, oder? Also das ist ja eigentlich schon bewiesen, weil das orthogonal diagonalisierbar. Und dann müsst ihr nur einfach extra zeigen, das ist von das Ergebnis, warum ist das positiv. Eigentlich, das waren die Tipps hier und fast die Lösung, wirklich. Dieses Mal habe ich das Gefühl bekommen, das ist also wirklich sehr, sehr, sehr habe ich euch geholfen, obwohl fast die Lösung steht, ja. Aber egal, helfen, mehr helfen, ja, kostet nichts und schadet nicht. Okay, so, und hoffe ich wie immer, die Tipps sind hilfreich. Ich hoffe, dass ich in diesem Semester, ich konnte euch viel helfen. Also falls nicht, dann schreibt mal, was ich machen, konnte ich was anderes machen, also was ist eine bessere Vorschläge. Ich versuche vor der Klausur, der Probeklausur hier nochmal vorzurechnen und hochladen. Und ja, mal gucken, was ich machen kann. Ein paar Videos von Beweisaufgaben oder so. Ja. Ja, ich weiß, also vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche kriegen wir hin. Okay, falls ihr Wünsche habt, dann einfach bei mir melden, hier kommentieren. Sonst wünsche ich euch viel Erfolg und bis nächstes Mal.